Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Weekend League Rewards. Ich habe es hier schon ein bisschen geöffnet. Ich bin hier auf dem Road to Glory. Nicht erschrecken, weil da 23.4 steht. Das ist der Main Account. Ich habe einfach vorsichtshalber gedrückt, um zu gucken, ob die Weekend League Rewards da sind. So, also, wir kommen zu den Rewards. Wie immer, Road to Glory und Main Account. Beim Road to Glory musste ich bei Silber 1 aus Zeitgründen leider aufhören. Ich stand 11-2 und musste aufhören, was ein bisschen schade ist. Ich probiere mal die nächste Weekend League komplett durchzuziehen, mal gucken. Und vielleicht reicht es auch für Gold 1 auf dem Road to Glory Account. Ich brauche hier unbedingt Coins, weil ich will das Team umbauen. Und zwar möchte ich, was kriege ich denn hier? 2 Megapacks. Möchte ich ein Bundesliga-Team auf dem Road to Glory Account machen. Und ich will halt Werner POTM machen und da brauche ich ein bisschen was an Coins. Von daher hoffen wir, dass ich was Gutes ziehe. Ich melde mich noch ganz kurz für die Weekend League an. So als kleiner Reminder, vergesst euch nicht für die Weekend League anzumelden. Macht Spaß! Und naja, dann kommen wir zum Player Pick. Da erwarte ich wirklich nicht viel. Darum machen wir einfach auf. Oh! Ah! Ein 86er. Ich denke, ich nehme mal Visca. 4 Sterne, 4 Sterne. Okay, oder Lukas Leiber. Kann ich für die Werner SBC bauen? Dann nehme ich lieber Leiber. Gegen der Liga. Also Silber 1 ist doch ein guter Playerpick. Wird ja nicht besser sein als die Playerpicks auf meinem Main-Account. GG. Ich habe jetzt hier 5 Packs total. Ich habe noch die SBC abgeschlossen. Die Headliner-Challenge. Das Jumbo-Gold-Pack. Das machen wir als erstes auf, weil das ist nicht wirklich ein gutes Pack. Da wird eh nichts drin sein. Genau. Geht nicht einmal durch. Ja, okay. Haben wir überhaupt einen seltenen Spieler drin? Ja, Villalba. Es ist sogar tradable, das Pack. Wow. So. Alles liegen, die man nicht braucht. Daher einfach weg mit den Coins. Ich verkaufe einfach alles, was ich habe. Ich kann nämlich alles brauchen. So, jetzt kommen wir zu den guten Packs. Jumbo Premium Goldspieler Pack. Ja, komm, wir machen das als erstes auf. 24 Goldspieler, 7 selten. Das ist ein geiles Pack. Das ist wirklich ein geiles Pack. So, geh durch, komm. Er geht nicht durch. Es geht direkt weiter, wie immer. Und ich würde eigentlich gerne mal einen Headliner ziehen. Ich habe noch keinen einzigen Headliner gezogen, ja. Und ich habe schon um die 30, 40 Packs aufgemacht. Ja, ich packe jetzt einfach alles kurz so auf den Transfermarkt. Dani Olmo, der wahrscheinlich zu RB Leipzig wechseln wird. Wir sind gespannt. Wäre sicher ein ordentliches Upgrade für Leipzig. Ich ziehe hier nur aus Rotzligen-Duplikate. Was ist das denn? Naja, egal. So, Megapacks. Goldene Mitte fangen wir an. Let's go. Komm schon. Er geht nicht durch, oder? Nein. Werde ich überhaupt einen Tafelspieler ziehen, ist die Frage. Wenigstens 82er. Teamfitness nehme ich immer gerne mit. Renan Lodi. Ja, komm, da kann man 950 verlangen. So. Let's go. So, dann als nächstes. Nochmal ein Megapack. Jetzt Promopacks. 100k-Packs. Wow. Die funktionieren, die Promopacks. Aber die Weekend League Rewards haben nicht funktioniert. Den ganzen Morgen. Der geht auch nicht durch. Sensationell. Sensationell. Ein 81er als Besten. Aber wenigstens Teamfitness. Joe. Super. Geile Rewards. So, letztes Megapack. Also, gut, ich kann mich nicht beklagen. Letzte Woche haben die Rewards auf dem Road to Glory echt reingeballert. Ja, der geht noch durch. Kein Walkout leider, aber wenigstens ein Tafelspieler. Deutschland, Torwart, Leno. Ja. Okay. Und noch Zaha. Ist ja was wert? Ich geh jetzt ganz kurz auf Footbin gucken. Zaha. Weil der ist sicher mehr wert als gewisse. Okay, 2000. Wow. Ja, dann behalte ich ihn. Und pack ihn in eine SBC. Von Timo Werner.
Oh, mit, weg mit dir. Wan-Bissaka. Sicher was werde ich. Guck halt jeden Spieler an, ne? Wan-Bissaka ist 3100 Coins. Aber 3000. Sogar ein Duplikat. Van Aanholt. Muss ich ja 950 verlangen. Dante. So. Und Bowen. Sodele. Und noch ein paar Teamfitness. Nehme ich immer gerne mit. Ja, ein paar Sachen sogar schon verkauft. Wunderbar. Yippie-yay. Ja, dann war's das schon vom Road to Glory. Dann gehen wir jetzt zum Main-Account. Let's go. Sodele, da sind wir auf dem Main-Account. Und mit diesem Team habe ich die letzte Weekend League gespielt. Elite 1 wäre drin gewesen, aber ich habe eine kurze Zeit lang einfach gechoked. Alle meine 4 Niederlagen waren nach Verlängerung. Das ist halt doppelt bitter. Ja, was soll man da machen? Ein Spiel weiß ich noch ganz genau, da habe ich in der 93. das 2-2 kassiert. Dann bin ich in der Verlängerung in Führung gegangen und habe in der 122. das 3-3 kassiert. In dem Elfmeterschießen habe ich keinen einzigen Ball aufs Tor gebracht. Grüße gehen raus an EA Sports Vancouver. So, also, ich denke auch mit dem exakt gleichen Team werde ich in die nächste Weekend League reingehen. Semedo Headliner muss ich jetzt noch nicht unbedingt holen. Mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die Rewards. Ich denke, ich mache zuerst Division Rivals auf. Rang 2 wird es am Ende wahrscheinlich gewesen sein. Seltene Megapack und seltene Elektrum Spielerpack gibt's. Angemeldet für die Weekend League bin ich. Ah, es war sogar Rang 1 am Ende. Okay, ich habe ein bisschen gegrindet. Wegen den Item Swaps. Ich muss jetzt nur noch die League-Aufgaben absolvieren. Angemeldet für die Weekend League bin ich bereits. Von daher, wegen den vielen Spielen halt. Gehen wir direkt in die Packs rein. Anmelden muss ich mir ja nicht. Zuerst seltene Elektrum-Spieler-Pack. Komm schon, gönn. Hier kann ich die Coins noch mehr brauchen. Damit ich ein bisschen mehr traden kann wieder. So, der geht schon mal durch, der erste. Kein Walkout. Argentinien. ZDM Banega. Okay, noch ein Fabian mit einem neuen Bild. Alles klar. Gut. In den Verein mit dem Zeugs. Den auf die Transferliste. Dann gehen wir zu den seltenen Megapacks. Haut rein, meine Lieben. Komm schon, geht durch. Der geht, glaube ich, nicht durch, ne? Doch. Aber kein Walkout. Jahrstein. Ja, da muss ich gar nicht bis ins Stadion rein. Da muss ich gar nicht bis... Ja, okay. Wenigstens Teamfitness. Diallo. Caicedo, wenigstens aus den Top 5 Leaden ein bisschen was. So. Nächstes seltene Megapack. Komm schon, gib mir ein Walkout. Komm. Geht durch, kein Walkout. Ja, wenigstens Tadic. Wenigstens eine 84. Ist okay. Aber da muss ich halt auch nicht bis ins Stadion rein. Geh noch 2 82er. Oh, das sind aber einige Teamfitness. Dortmund muss abgestoßen werden. Das muss abgestoßen werden, aber sowas von. So, dele. Die Stadien auch weg. Oder ist das Anfield ein bisschen was wert? Okay, nee. Gar nichts. Gut. Dann gehen wir rein in die Weekend League Rewards. Let's go. 3 Player Picks. Kann ich was brauchen aus dem Team of the Week? Nein. Van Dijk könnte ich brauchen, aber ich will ihn nicht. Weil ich bin zufrieden mit meiner Innenverteidigung. Gut, Mbappé würde ich jetzt noch nehmen, ne? Den würde ich jetzt noch nehmen. Auch wenn er nur Super Sub wäre, aber würde ich nehmen. So, also, rein geht's. Wir fangen in der goldenen Mitte an mit den Player Picks. Okay, ein 87er Canales oder ein Upamecano hätte ich für den Road to Glory brauchen können. Ja, ich nehme den 87er Canales. Es ist, ich glaube, einer der besten Player Picks, den ich bisher hatte. Als Elite-Spieler. Ha! Geil. So, nächster Player Pick. Ich mache es hier nicht spannend. Okay, dann nehme ich jetzt Upamecano. Gut, ja, dritter Player Pick. Schlechter kann es ja jetzt nicht mehr. Ja, Casemiro. Okay. Okay. Ist okay. Gute Rewards. Gute Player Picks.
sehr, sehr gute Player Picks. Da kann man definitiv dran arbeiten. Ja. Kann man brauchen. Definitiv. Ja, ja. 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 Bin ich zufrieden. Ich bin seit langem wieder mal zufrieden mit meinen Player Picks. So. Dann gehen wir jetzt zu den Sets. Oh, nee. Nah, ich will keine FIFA Points. Ich kaufe keinen einzigen FIFA Point mehr dieses FIFA. Lol. Ja. 100k Set und 3er Inform Set. Fangen mit dem 100k Set an. Und hoffen auf ein Walkout. Okay, es ist kein Walkout, aber ein Inform. John Cordoba wird das wahrscheinlich sein. Ganz genau. Der Johnny. Ah, oh, okay, noch ein paar 85er. Die nimmt man mit. Also dich stoß ich ab, oder? Ja. So, habe ich wenigstens die Coins noch. Ah, ja, das gibt aber, das ist ein gutes 100k-Set. Also, das ist ein gutes 100k-Set. So, wir gucken mal, Raul Albiol, 2800. Machen wir 2,9. Sergio Roberto wird wahrscheinlich noch teuer. Nee, okay, 2700. Machen wir 2,9. Haben wir noch Barolo. Ja gut, ab jetzt wird's billig. Das müssen wir dann nicht mehr gucken. Joe Gomez. Akin Verjev ist eh nichts wert. Der auch nicht. Der auch nicht. Und du auch nicht. Also, mexikanische Liga kann ich heute gut. So. Guck mal, ich hab sogar schon was verkauft. Ja, Joe Gomez. Hier habe ich noch ein bisschen Sachen gekauft für Thursday Flips und so. Dann bin ich auf ungefähr 500.000 am Ende. Außer ich ziehe natürlich was ganz, ganz krasses aus dem Team of the Week Set. Lassen wir uns überraschen. Was geil ist aus dem Team of the Week Set, hatte ich schon lange nicht mehr. Damals Tejas in Form und sonst nie was über 20k. Diese Woche könnte ich wirklich was Geiles ziehen. Komm, gib mir. Oh! Ich dachte Haaland. Aber es war ein Walkout. Ein 79er als Bester. Ha! Das ist ja mal ein 3er Inform-Set. Ja, und mit diesem sensationellen 3er Inform-Set verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen und noch viel Erfolg bei euren eigenen Rewards. Und viel Erfolg in der Weekend League. Macht's gut. Tschüss. Einen habe ich noch für euch, meine Lieben. Und zwar, ich habe so viele Player-Picks in meinem Verein. Ich mache jetzt nochmal so ein 86-Plus-Food-Champions-Upgrade. Das sind alles Karten, die ich nicht mehr brauche. Wobei, Paredes brauche ich wegen Liga. Da packe ich kurz einen anderen rein. Ihr seht, ich habe einiges an Special-Cards bei mir im Verein. Von daher, die möchte ich eigentlich nicht reinpacken. Upamecano, weil er geil aussieht. Embolo, weil er Schweizer ist. Elvedi genau das gleiche, ist Schweizer. Dann kann ich eigentlich Hernandez abgeben, weil ich spiele den ja eh nicht. So. Dann gebe ich Hernandez ab. Ja. Machen wir das Upgrade, würde ich sagen. Und hoffen auf was Gutes. Letztes Mal, als ich das Upgrade gemacht habe, habe ich Jan Sommer bekommen. Geil, oder? Mal gucken, was es heute gibt. Let's fucking go. Wow. Walker ist nice. Aber kann ich ihn brauchen? Ah. Walker ist echt nice. Ah. Ich ärgere mich, weil ich ja Semedo habe, aber ich freue mich, weil Walker ist geil. Naja, ist ein guter Player-Pick. Von daher verabschiede ich mich jetzt nochmal und wünsche euch wieder viel Erfolg bei den Player-Picks. Und wir sehen uns am Wochenende wieder zu den Livestreams. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.